Dann gehen wir mal weiter. In diese Richtung. Da hatte ich ja. Da links ist ein Zahlencode. Numpad. Ich muss mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Okay, was war das? Wir haben etwas erhalten, das ist gut. Dann muss ich mir das nicht merken. Oi, oi, das Item sieht ja mal fancy aus. Vorsehung Code. 06289. By the way, ist euch was aufgefallen mit der Waffe? Von Curtis entworfene Pistole stand da drunter. Ich habe das, glaube ich, gar nicht vorgelesen, aber interessantes Detail. Der Herr kann Pistolen entwerfen. Gut, 06289, glaube ich. Ja, ich mag Curtis. Er ist irgendwie. Ja, er ist irgendwie edgy. Okay. Aber er ist schon cool. Auf seine Art. Und er bietet so ein bisschen Kontra zu Lara. Das gefällt mir. Also Lara ist nicht immer nur die alleskönnende, besser wissende Superheldin, sondern. Jetzt hat sie mal ein bisschen Gegenpol. Und da drin habe ich. Schokoriegel gesehen in dieser Cutscene gerade. Wir müssen da also irgendwie hinkommen. Scheinbar aber noch nicht jetzt. Hä, wieso ist. Hallo, Pistole? Wieso ist die nicht ausgerüstet? Ja, jetzt auf einmal. Ich könnte schwören, ich habe die Waffe. Also ich. Hä? Ich weiß nicht, ob es die Steuerung ist. Eigentlich, also ich weiß, dass. Wenn man Leertaste drückt, man hat sie jetzt sogar schon in der Folge gesehen, dauert es eine Weile, bis die Waffe gezogen wird. Ja, das habt ihr ja in der Folge, wo ich die Leertaste gezeigt habe von mir, habt ihr gesehen, es dauert eine Weile. Nein, es liegt nicht an der Leertaste, in anderen Spielen funktioniert das super. Aber irgendwie hat es gerade nicht so super funktioniert. So, ich wollte schauen, ob er wirklich so ein Finish hat. Also er kann auf jeden Fall fresh kicken hier. Und ja, der Gegner macht mir Schaden. Damn, Son. Aber ich glaube, das kann Lara auch. Ja, er macht auf jeden Fall schöne Moves und so, aber wir haben auch Schaden bekommen, deswegen nehmen wir mal lieber die Pistole und knallen den hier ab. Gut, Sanatorium heißt das Level. Was ich interessant daran finde, ist, dass Boas nicht von einem Sanatorium geredet hat, sondern von einem Sanitarium. Und. Im Deutschen gibt es das Wort Sanitarium aber nicht, sondern Ladebildschirm? Okay. Ich wusste nicht, ob es Cutscene oder Ladebildschirm wird. Sondern es gibt nur das Wort Sanatarium. Also das. Nee, Sanatorium, so wie das Level halt heißt. Das Wort gibt es und falls ihr euch fragt, was das ist so eine. Oh Gott, das muss ich jetzt ablesen, die Definition. Sanatorium, ein deutsches Wort, es kommt aus dem Lateinischen, ist eine veraltete Bezeichnung für ein auf bestimmte Erkrankungen oder artverwandte Erkrankungen spezialisiertes Fachkrankenhaus. Da habt ihr's. Schwarz auf weiß. Nur, dass ich es wahrscheinlich nicht einblende. Und wenn, dann nicht in schwarz. Und dass ich nochmal neu laden muss, weil mir gefällt der Schaden oben links nicht. Okay, da ist er down. Ohne dass ich Schaden genommen habe. Und wir bekommen einen Schokoriegel. Aber leider halt nicht den Schokoriegel, den ich in der Zwischensequenz gesehen habe. Keine Ahnung, ob wir da nochmal hinkommen. Meine Erinnerung sagt mir, nee, tun wir nicht. Den habe ich verpasst. Aber. Oder? Warte, ich kann es ja austesten. Kann ich da wieder zurück? Geht's da lang? Weil dann.
Ah, dann könnte es doch sein, dass wir da nochmal hinkommen. Wie dem auch sei, es ist nur ein Schokoriegel. Und mehr habe ich in dem Raum auch nicht gesehen, in der Zwischensequenz. Also wird das schon passen. Gut, wir speichern wieder mal. Und er hat vorhin durch die Wand hier irgendwo hingezählt. Aber hier ist nichts. Außer ein Item. Oder? Ich dachte, ich hätte da was funkeln sehen. Ne, okay, habe ich mich getäuscht. Gut. Dann halt nicht. Hier sind ja schon mehrere. Einer sogar in so einem orangenen Anzug. Den hat er aus der Antarktis in Tomb Raider 3 geklaut. Okay. Die lassen nichts fallen, oder? Einfach Zombies. Können nichts. Gut. Speichern wir auch diesen Sieg. Und kann ich hier hochklettern? Sieht aus, als könnte ich da hochklettern. Oh, Tag. Er kam ganz freudig auf uns zugerannt. Gut, da geht es auch weiter in irgendeiner Form. Da gehe ich aber erstmal noch nicht hin. Gehen wir erstmal hier entlang. Das ist der gleiche Raum wie gerade. Oh, halt. Ich sehe hier einen Hebel. Sieht aus wie so ein Hebel, den ich umlegen kann, aber es ist keiner davon. Ha. Das ist schade. Hier irgendwas? Vielleicht wieder ein Schokoriegel, denn auch diese Zelle sieht genauso aus wie die auf der anderen Seite. Aber nee, scheinbar nicht. Hier ist nichts. Es ist also nicht ganz die gleiche, immerhin. Gut, was haben wir hier in der... Es sieht aus, als war es mal eine Cafeteria. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist keine mehr. Wenn, dann wird sie nicht benutzt. hier liegt tatsächlich was. Gut. Oh. Da drüben sehe ich noch was. Der elektrische Strom von Leitungen. Elektrischer Strom. Ja, es hätte ja auch ein Flussstrom sein können. Oder ein Stromfluss. Der Strom, der sollte mich nicht irritieren. Da gibt es nichts. Gut, hier brauchen wir eine Karte irgendwie. Hat vielleicht eine Leichen einer dabei? Das wäre irgendwie naheliegend. Und das nicht nur, weil sie nahe liegen. Ich weiß echt nicht, warum ich heute so viele Wortwitze raushaue. Keine Ahnung, was da los ist. Ja gut. Heil ist dieser Mensch dann nicht mehr, aber leider hat er auch keine Karte dabei. Gut, dann denke ich mal, wir sollen einfach weitergehen. Oh, Männchen mal, da hat mein Auge was Interessantes erblickt. 38471. Das klingt wie eine Zahlenkombination, die ich mir irgendwie merken sollte. 38471. Ich schreibe mir erstmal irgendwo auf. Okay, ist notiert. Dann gucken wir mal, was 38471 uns noch so bringt. Ich würde es mir ja merken, aber wenn ich nicht weiß, für wie lange, dann will ich es mir lieber nicht riskieren, sondern einfach parat haben. Diese Zahl, falls ich dann irgendwann mal in die Verlegenheit komme, sie zu nutzen. Gut, hier ist erstmal nichts. Nichts Bemerkenswertes jedenfalls. Also gut, wir haben hier einen... Okay, das ist bemerkenswert. Hä, ist das nicht dieser Proto? Irgend so ein Vieh ist doch... Haben wir doch rumrennen sehen. Warte, da war eine Hand eingeblendet. Ich will lieber erstmal noch den Rest des Raumes erkunden, vielleicht. Das könnte etwas sein, was eine Zwischensequenz auslöst. Und sieh an, was haben wir denn hier? Eine Karte! Und es ist der Ausweis des Strafassistenten. Zugangskarte mit mittlerer Sicherheitsstufe. Heißt das, es gibt wieder niedrig und hoch? Übrigens, ich fand lustig, bei Research-Dingens, wie hieß das? Im Genforschungslabor. Die Dinger, die... Ach, jetzt weiß ich, was die Hand ausgelöst hat. Da unten die Munition. Nicht das hier, oder? Nee, okay. Das, was eine... Was wollte ich jetzt sagen? Da, wo wir die Karten gefunden haben. Die niedrige Sicherheitsstufe gab es auf der untersten Ebene des Raumes, die mittlere dazwischen und die hohe lag ganz oben. Das fand ich interessant, das ist mir erstmal beim Bearbeiten aufgefallen.
Gut, und ich denke, wir wissen alle, wo diese Karte eingesetzt werden muss, deswegen laufe ich da mal eben hin.